De Mouvement ist eine Umweltbewegung, eine Organisation, die aus einer knapp 3000 Membern besteht. Und wir setzen uns an für Themen wie den Klimaschutz, den Erhalt von der Biodiversität, der Mobilität, mehr Bürgerbeteiligung, Krisen an den Wirtschaften und so weiter. Ich meine, es gibt verschiedene Niveaue von Problemen. Das eine Niveau ist, dass man definitiv viel zu viel Fleisch essen. Das muss ich auch nicht vegetarisch vegan aus ökologischer Sicht muss ich nicht vegetarisch vegan essen, weil das ganz klar ist, dass ich sonst eh Fuchs und Fleisch essen, weil aber die Fleischproduktion mit immens vielen Klimaproblemen und Biodiversitätsproblemen verbunden ist. Und auch mit Problemen in Relation mit den Ländern vom Süden, weil man da immens viele Fuhren importieren, wie Eisbechten hier können zu federn, weil das mit den langen Transport fährt und so weiter. Und auch bekommen, wenn wir weiterhin so viel Fleisch will essen wie bis jetzt, aber sind wir bei der Massentierhaltung, das ist nicht möglich, für wirklich Tieren gerecht zu machen. Das ist also das eine Niveau. Das andere Niveau ist aber ganz klar, den von der Produktion. Wir haben eine ganz intensive Landwirtschaft, also nicht so intensiv vielleicht wie in Holland, aber trotzdem ist es noch immer viel zu viel intensiv, sodass das ablackliche Modell von der Landwirtschaftspolitik, wie von der Politik gefördert wird, einfach auf Kosten von der Biodiversität geht. Der Bauer muss quasi mehr groß gehen, für sich um Markt zu behaupten. Ein letzter Bauer ist eine Konkurrenz mit dem Weltmarkt. Das ist so aberrant, dass wir in einer Lebensmittelproduktion sind, die auf den Weltmarkt orientiert. Ich meine, wenn ich von Regionalität spreche, was fällt denn du als echt an? Also, Eisenballfall, das ist die Lebensmittelproduktion. Die müsste so nah wie möglich sein. Wo du wohnst, da sind die Kaffee nicht von hier, kriegt Leute auf der Hand. Mit da sind aber viel mehr sein Gemüse und alles das kriegt an der Zweite, dass da wieder ein Aufsatz zwischen. Eben an den öffentlichen Kantinen und Schulen, Initiativen mit Gemengen unterstützen, sensibilisieren und so weiter und so fort.